Willkommen bei Kulturen bitten zu Tisch. Kulturen bitten zu Tisch ist eine Veranstaltung des World Public Forum Dialogue of Civilizations. Das ist eine internationale Vereinigung, die sich dem Dialog der Kulturen verschrieben hat, Menschen verschiedenster Nationen, verschiedenster Religionen, verschiedenster Kulturen zusammenzubringen und anstatt Konflikte anstehen zu lassen oder vielleicht gar mit Gewalt auszutragen, friedlich durch Dialog zu lösen. Viele Vorurteile gegen andere Nationen, andere Zivilisationen sind einfach darin begründet, dass man zu wenig übereinander weiß. Und in Wien gibt es ein Sprichwort, durchs Reden kommen Leute zusammen, besser kann man den Sinn von Dialog eigentlich gar nicht beschreiben. Aber wir haben das noch abgewandelt und sagen, durchs Essen kommen Leute zusammen. Und wenn man die Schmankerl, die Köstlichkeiten anderer Kulturen genießen kann, dann ist das ein Weg, andere Menschen kennenzulernen und bereit zu sein, mit ihnen in Dialog zu treten. Hallo bei BleibFitTV. Wir sind heute beim Festival Kulturen bitten zu Tisch. Esskulturen wurden maßgeblich geprägt vom geschichtlichen Hintergrund, aber auch der geografischen Lage und der Religion. Und wir reisen kulinarisch rund um die ganze Welt. Wir tanzen nach Argentinien! Was für Speisen gibt es bei euch? Wir haben Empanadas, Tradition in Argentinien, in ganz Lateinamerika sowieso, aber wir machen die besten. In Argentinien machen wir die besten Empanadas. Die sind die Empanadas. Es ist ein Teig, Teigtasche, gefüllt mit Mais oder mit Spinat, haben wir heute, oder mit Käse und Zwiebel. Ja? Aber es gibt aus Fleisch, mit Hühnerfleisch, mit allen möglichen Füllungen. Ja? Aber heute haben wir uns für etwas Vegetarisch entschieden. Werden die im Ofen zubereitet? Ja, genau. Handgemacht, jedes Stück handgemacht, stundenlang, stundenlang, stundenlang. Und dann im Ofen und dann im Magen. Ja? Zu Gast in Serbien. Hier haben wir vermehrt fleischhaltige Speisen. Der Salat spielt eher eine untergeordnete Rolle. Und was hier aussieht wie ein Langosch von uns, ist eigentlich ein Hefeteig, der eine Süßspeise ist und wird mit Zucker gegessen. Unsere Speisen sind immer fleischhaltig. Also deftig wird bei uns immer gegessen. Wir haben Sarma, wir haben Tjeskavice, wir haben Cevapcici, generell Schweinsbraten, also wirklich alles hauptsächlich mit Fleisch. Es ist ganz interessant, zum Beispiel das chinesische Schriftzeichen für Frieden hat im ersten Zeichen die Ausgeglichenheit und im zweiten Zeichen die Familie, die um einen Tisch sitzt. Und das zeigt eigentlich, dass Essen auch eine gute Grundlage ist für den Weltfrieden. Und ich glaube, diese hier sehr gelungene Veranstaltung, die immer größer wird und jedes Jahr stattfindet und heute sogar ein schönes Wetter gefunden hat, die ist das beste Zeugnis für diese gelebte Praxis im Zusammenleben der Menschen. Essen verbindet. Wie speziell ist es hier, so viele Nationen an einem Platz zu sehen? Schön. Es hat so ein bisschen Volksfestcharakter. Und ich finde das sehr nützlich auf jeden Fall, ne? Weil die Leute kommen daher, essen und trinken und schauen sich was an und die übliche Fremdheit ist nicht da.
kommen hier ganz natürlich ins Gespräch, vielleicht mit Leuten, weiß nicht, anderer Hautfarbe, anderer Sprache, anderer Nationalität sowieso. Also es schafft auf natürliche Weise so das Verschwinden von Distanz. Wir stellen uns sehr viele Fragen rund um die Ernährung. Ernährungsphysiologische Hintergründe auf unseren Organismus bezogen. Es sollte aber viel mehr ums Essen gehen. Deshalb haben wir heute für euch gedreht bei Kulturen am Tisch als Sondersendung.